Dagmar Belakovic, freue mich, dass sie hier ist, stellvertretende Clubobfrau der FPÖ, wortgewaltig, man könnte sagen notorische Corona-Demonstrationsteilnehmerin, dieses Wochenende ja wieder dort sehr oft interviewt worden, auch von unserem Sender, sehr wortgewaltig gewesen und eine, wie wir wissen, sehr wortgewaltige Anschubakritikerin, auch in dieser Sendung haben Sie, glaube ich, ja mindestens ein Dutzend Mal seinen Rücktritt gefordert. Frau Belakovic, jetzt ist der Rücktritt da. Wie reagieren Sie darauf? Naja, der Rücktritt ist ja jetzt gekommen aus persönlichen Gründen, wie er gesagt hat. Da möchte ich ihm alles Gute wünschen, dass wirklich seine Gesundheit demnächst auch wieder hergestellt ist. Das soll jedem Menschen so sein. Dass ihn die Politik krank gemacht hat oder seine Funktion in der Politik, sein Ministeramt krank gemacht hat, das lag wahrscheinlich daran, dass er sich einerseits wahrscheinlich auch seine Leistungsfähigkeit ein bisschen überschätzt hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese permanenten Desavouierungen des Koalitionspartners, dieses Zermürben des Herrn Anschober durch den türkisen Anteil in der Regierung, das war ja für jeden mit freiem Auge auch sichtbar. Die haben sicherlich auch einen gewissen Anteil daran gehabt. Das heißt, Sie meinen allen Ernstes, der eigene Koalitionspartner hat ihn zu einem guten Teil krank gemacht? Ja. Wenn Sie mich das so direkt fragen, sage ich Ihnen ja. Jeder politische Beobachter hat ja sehen können, nachdem Rudi Anschober voriges Jahr im Sommer der beliebteste Regierungspolitiker war, da ist es losgegangen mit der Maschinerie. Das konnte der Bundeskanzler natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Da ist es passiert. Das hat begonnen mit der Ampel, mit der Corona-Ampel. Die hat ihm der Bundeskanzler abgedreht, bevor sie noch begonnen hat, indem er damals drüber gefahren ist, über ganz Österreich. Also da gab es dann nichts mehr mit regional. Und er ist auch immer wieder alleingelassen worden, das muss man ganz ehrlich sagen. Also Kurz hat sich immer dann von ihm absentiert, wenn es unangenehm war. Am 6. Jänner hat Kurz noch gesagt, ja, also mit den Impfungen, das hat nicht funktioniert. Ich übernehme das, das wird Chefsache. Und jetzt haben wir gesehen, es hat halt nicht so super funktioniert. Es war dann wieder der Anschober schuld und seine Beamten. Da hat ihm ans Krankenbett noch ein SMS geschickt. Er muss jetzt unbedingt einen hohen Beamten, den er ihm aber vorher übrigens aufs Auge gedrückt hat, der ja schwarzer Beamter war, entlassen. Also das sind alles so Dinge gewesen. Dieser permanente Druck und dieses sozusagen vom eigenen Koalitionspartner ununterbrochen im Regen stehen gelassen werden. Und das, wo wir wissen, dass natürlich alles abgesprochen ist. Es gibt ja Spiegelungen. Es wird ja jede Verordnung gespiegelt mit dem Koalitionspartner. Das ist natürlich sicher etwas, was der Gesundheit also, abdreht. Liebe Frau Belakovic, diese Krokodilstränen ehren Sie ja, die Sie jetzt da. Nein, ich habe keine Krokodilstränen. Das waren natürlich jetzt Krokodilstränen, zeigen auch Ihre menschliche Seite, sehr wunderschön. Aber in Wahrheit haben Sie schon auch etwas an der Zermürbung dieses Gesundheitsministers mitgewirkt. Ich weiß nicht, wie viele Misstrauensanträge Sie gestellt haben. Wie viel Rücktritts? Ja, na sicher. Einen. Eh nur. Ja. Und ja. Wie viel Rücktrittsaufforderungen? Ich nehme an, das war mindestens ein Dutzend und da sind meine Interviews nicht mitgerechnet. Also Sie waren schon auch eine, die ihn politisch zermürbt hat und vielleicht auch mit abgeschossen hat. Sind Sie jetzt zufrieden, dass er geht und wird es jetzt besser werden? Das werden wir sehen, ob es besser wird. Ich glaube, Sie haben das ein bisschen falsch jetzt ein bisschen interpretiert. Also ich habe jetzt keine Krokodilstränen. Aber noch mal, ich wünsche ihm tatsächlich alles Gute. Das meine ich wirklich ernst. Aber er ist wahrscheinlich der Falsche, der jetzt zurückgetreten ist, weil es sind nämlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, von ganz oben, nämlich vom Kanzler abwärts, die sind ja nach wie vor in Positionen. Sie haben jetzt einen Minister, der hat jetzt das Handtuch geworfen, weil sein Körper gesagt hat, es geht nicht mehr. Aber in Wahrheit sitzen die sozusagen das Zepter in der Hand halten, der Regisseur dieses ganzen Wahnsinns, der sitzt nach wie vor im Bundeskanzler. Also Sie wollen jetzt auch den Rücktritt des Kanzlers? Das selbstverständlich. Selbstverständlich, warum? Ja, weil der Bundeskanzler letztlich verantwortlich ist. Nicht nur für diese wahnsinnige Corona-Politik, auch für das, was wir in der letzten Woche gehabt haben. Diese ganzen Chats, die da aufgekommen sind. Die Korruption in Österreich, die ja tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die ÖBAG besetzt worden ist, so wie sie besetzt worden ist. Der Bundeskanzler, der im Untersuchungsausschuss gesagt hat, er hat damit nichts zu tun gehabt. Na, heute wissen wir, der Bundeskanzler war von Anfang an noch zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar kein Kanzler war. Schon bereits zu diesem Zeitpunkt war es so weit, dass er da mitgewirkt hat, dass er sozusagen dafür geschaut und Sorge getragen hat, dass der Herr Thomas Schmidt ÖBAG-Chef wird. Also Sie wollen den Kanzlerrücktritt und Neuwahlen? Selbstverständlich, ja. Jetzt demonstrieren Sie dafür ja auch schon recht wortgewaltig unter dem Motto Kurz muss weg. Ja. Hat es ja schon Demos gegeben, auch letzten Samstag wieder. Ja. Eine Anti-Corona-Demo, Sie wieder mittendrin, warum?
Naja, wir leben hier in der Ostregion, also ich persönlich lebe auch in der Ostregion und wir haben ja schon wieder einen harten Lockdown. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte harte Lockdown. Wir wissen, dass die Lockdowns nichts bringen. Der Bundeskanzler selber hat vor ein paar Wochen gesagt, der Lockdown wirkt nicht mehr. Trotzdem verhängen wir einen weiteren Lockdown und trotzdem versuchen wir, die Leute wieder einzusperren. Es ist nach 13 Monaten Pandemie die einzige Antwort dieser Bundesregierung. Der Handel wird zugesperrt, die Kinder müssen wieder zu Hause bleiben, die Bürger werden de facto rund um die Uhr eingesperrt. Ich meine, Entschuldigung, das kann doch nicht die Antwort einer Bundesregierung sein, die sich jetzt 13 Monate auf nichts anderes verständigt hat. Im Wissen um die wahnsinnigen Kollateralschäden, die wir in diesem Land haben, die wir haben im Bereich der Wirtschaftspolitik, die wir haben im Bereich der Bildungspolitik und die wir auch haben im Bereich der Gesundheitspolitik abseits Corona. Man hat den Eindruck, diese Bundesregierung hat den Tunnelblick. Da gibt es Corona und was links und rechts in dem Land passiert, nehmen sie nicht wahr. Das kann es doch wohl nicht sein. Leute werden um ihre Existenz gebracht. Kinder und Jugendliche können auf den Psychiatrien nicht mehr aufgenommen werden, weil sie schon so viele Depressionen haben, weil sie einfach keine Zukunftssorgen haben. Die haben keine Perspektiven mehr. Ich meine, erzählen Sie mir nicht was, wir sind doch soziale Wesen als Menschen. Wir können doch nicht alle jahrelang isoliert leben, nur weil der Kanzler lustig ist. Und auf ja, der anderen aber Frau Pelakowitsch, der jetzt der Ostlockdown kommt ja nicht vom Kanzler, egal ob er lustig oder nicht lustig ist, sondern der kommt ja diesmal ganz dezidiert vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der ihn verhängt hat, eher gegen den Wunsch des Kanzlers oder eher gegen die Meinung des Kanzlers. Und der sagt, wir brauchen diesen Lockdown unbedingt, sonst brechen unsere Spitäler zusammen, unsere Intensivstationen sind an der Kippe. Ja, in Wien. Aber wir haben ein ganz Österreich, ein Land Österreich. Und was ist in den letzten 13 Monaten passiert? Warum ist es bis heute eine große Sache, wenn Intensivpatienten innerhalb Österreichs aufgeteilt werden? Das kann doch bitte schon nicht Ihr Ernst sein, Herr Fellner. Wir sind so ein kleines Land. Ich muss doch österreichweit die Patienten verlegen. Da ist nichts passiert in den letzten Monaten. Jetzt hat der Bürgermeister gesagt, das ist nicht möglich, weil Sie kennen einen Corona-Intensivpatienten, der künstlich beatmet wird, nicht noch heute in Tirol fahren. Also, ich weiß nicht, aber da muss sich halt der Herr Bundeskanzler jetzt einmal mit dem Herrn Wiener Bürgermeister unterhalten. Natürlich können Sie, es ist schwierig, aber Sie können natürlich auch Intensivpatienten verlegen. Das passiert auch immer wieder, das passiert ja auch in Wien immer wieder. Da selbstverständlich wäre selbst schon dabei, wenn Intensivpatienten von einem in das nächste Spital, dann vielleicht sogar in ein drittes Spital innerhalb eines Krankenhausaufenthaltes verlegt worden sind, weil man ehrlicherweise sagen muss, wir haben im Winter, in der Grippesaison auch immer Probleme gehabt in den Intensivstationen. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Zum Glück sind die ja immer relativ ausgebucht, weil sonst würden sie sich nicht rechnen würden. Entschuldigung, das ist ja ein Vorwurf, den man Ihrer Partei macht, dass unter anderem in der schwarz-blauen ersten Ära, ja, also Schüssel-Ära, dass damals begonnen wurde, die Spitäler kaputt zu sparen, weil man eben zu rechnen begonnen hat. Na, und jetzt haben wir Milliardenschäden in der Wirtschaft beim dritten Lockdown. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wenn Bundesländer Krankenhäuser sperren. Also, Entschuldigung, man muss die Kirche im Dorf lassen. Gesundheitsversorgung ist Ländersache. Und das ist ja genau das Problem, das wir haben. Jedes Bundesland hat seine eigenen Krankenhauszusammenschlüsse. So. Das heißt, die Bundesländer entscheiden ja intern. Also wenn Wien jetzt morgen lustig ist und sagt, wir schließen eines der Wiener Spitäler, also eines der KAV-Spitäler, hat die Bundesregierung ja in Wahrheit da gar nichts mitzureden. Und das ist ja auch passiert, vor allem in der Steiermark ist das ganz massiv passiert. Das war diese Reformgemeinschaft von Rot und Schwarz damals in der Steiermark, wo es so wenig Spitäler gegeben hat. Die Woves-Reformkoalition, ja. Und im Übrigen auch das Schließen der Heeresspitäler ist etwas, da war die FPÖ immer dagegen. Die vermodern, während wir dringend Intensivstationen brauchen würden. Ne? Ja, ja, natürlich. Und, das heißt, und da war die FPÖ dafür, schon immer dagegen. Dass wir dringend die Spitäler wieder aufsperren. Ihr Parteichef Hofer hat das ja als erster gefordert, dass die Heeresspitäler wieder geöffnet werden und dass es mehr Intensivbetten gibt. Das ist eine Forderung von Ihnen. Natürlich, wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass wir immer wieder einen Ansturm haben. Die Frage ist, wie regle ich das? Und da braucht es ordentliche Konzepte. Wie mache ich das zum Beispiel zu Zeiten, wo jetzt Wix ist, wo im Sommer kann man das natürlich runterfahren, muss man hier runterfahren, weil es ja auch ein Kostenfaktor ist. Ein Intensivbett ist ja enorm teuer. Also das ist ja
nicht nichts. Aber da ist 13 Monate nichts passiert, nämlich gar nichts. Und es ist nicht einmal so weit gegangen, dass man hier mit den anderen Bundesländern kooperiert hat. Das hätte man als Bundesminister machen müssen, als Bundesregierung, und sagen, pass auf, liebe Länder, wenn ihr euch nicht einig werdet untereinander, dann nehmen wir das jetzt in die Hand. Punkt. Das kann nicht anders sein. Im Zuge einer solchen Pandemie muss das jetzt funktionieren. Frau Belakovic, Sie sind ja tatsächlich der Meinung, dass man das Land schleunigst, nämlich sofort aufsperren müsste. Ja. Tome, was der Wolle, und die Situation in den Intensivstationen halten Sie nicht für so dramatisch, dass das einen weiteren Lockdown rechtfertigt? Na, jetzt sage ich Ihnen was. Jetzt, ganz ehrlich, also die Kinder sitzen schon wieder zu Hause. Das sind nicht die Superspreader, das wissen wir. Mhm. Die werden nach Hause geschickt. Wir haben die jungen Leute, die schicken wir in die Privat-, die stopfen wir quasi in den privaten Bereich, wo wir wissen, dass dort die meisten Ansteckungen passieren. Wir machen die Gastro nicht auf, wo wir kontrollieren, unter Anführungszeichen, wo man kontrolliert die Leute und hätte, da können sie sich kontrolliert treffen. Wir wissen auch, dass die Gastronomie enorme Sicherheitskonzepte und Hygienekonzepte entwickelt hat. Wir sperren das alles zu, wir sperren den Handel zu, trotz 20 Quadratmeter Regel. Jetzt bitte sagen Sie mir einen Fall, der sich beim Einkauf in einem kleinen Schuhgeschäft oder in einem Kleidermodengeschäft angesteckt hat. Diese Fälle gibt es de facto nicht. Trotzdem werden die zugesperrt. Und ich stelle mir die Frage, wem nützt diese Politik? Also sie nützt nicht den Kindern. Sie nützt auch nicht den alten Risikopatienten, weil die sind eh in den Altenheimen. Da haben wir die Probleme tatsächlich immer gehabt. Viele sind dort leider verstorben. Und sie nützt natürlich auch nicht denen, die im Erwerbsleben stehen. Also wem nützt sie? Und da kommst du dann halt drauf, sie nützt halt einigen wenigen. Meist der ÖVP sehr nahestehenden Personen. Das sind die, die die Tests importieren, die die Tests vertreiben, die die Masken importieren, die die Masken vertreiben. Das sind die Gewinner dieser Politik. In der Bevölkerung gibt es keinen Gewinner. Niemanden. Und noch einmal, wenn Sie sagen, das hat der Herr Bürgermeister im Alleingang gemacht, dann muss ich Ihnen schon widersprechen. Ich möchte daran erinnern, der Bürgermeister Ludwig hat gesagt, die Schulen bleiben jedenfalls offen. Er hat lieber 100% Kinder im Unterricht wie 80% in der Betreuung. Also ich glaube nicht, dass... Jetzt hat er es aber trotzdem zugesperrt. Jetzt sind sie trotzdem zugesperrt. Da stellt sich die Frage, aber warum? Wer hat denn diesen Druck ausgeübt? Das ist einfach so. Da wird drüber gefahren. Über alles und jeden wird einfach drüber gefahren. Und das ist das, was die Leute nicht mehr verstehen können. Die werden gehindert an ihrer Erwerbstätigkeit. Sie dürfen ihre Geschäfte, ihre Unternehmen nicht aufsperren. Das Land geht den Bach runter. Und dann stellen sich irgendwelche... Ja, aber wir haben jetzt 600 Leute auf der Intensivstation. Ja, das ist viel und jeder einzelne Fall ist wirklich schlimm. Nur noch einmal. Wir sind ein ganz kleines Land in Österreich und es muss endlich klappen, dass wir die Patienten österreichweit verteilen. Das, anders werden wir keine Krise schaffen. Frau Belakovic, wie wird es denn jetzt weitergehen? Der Bundeskanzler hofft ja, dass wir ab Ende Juni wieder Normalität haben, dass wir einen wunderschönen Sommer erleben werden. Glauben Sie das auch? Mei, was der Herr Bundeskanzler schon alles gehofft hat. Ich will jetzt gar nicht, ich kann ja schon gar nicht mehr nachdenken. Lichtschein am Ende des Tunnels voriges Jahr im Sommer. Dann war der Herbst-Lockdown. Dann war Weihnachten. Dann hätte wieder ein Lichtschein kommen sollen. Der Herr Bundeskanzler verspricht viel, wenn der Tag lang ist. Aber erfüllt hat sich von seinen Versprechen bisher eigentlich nichts. Sind Sie trotzdem Optimistin, dass der Sommer wieder schön wird? Dass wir wieder ihn genießen können? Dass wir in den Gastgärten, an den Seen im Urlaub sein können? Oder sind Sie Pessimistin und sagen, die Corona-Politik ist so an die Wand gefahren, das wird noch weit in den Herbst hineingehen. Sowohl als auch. Also ich glaube, die Corona-Politik ist an die Wand gefahren, weil sie einfach immer eine Fortschreibung des Vergangenen ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass im Sommer ein Stückchen weit Normalität herrschen wird. Allein schon, weil die Zahlen jetzt runtergehen, also die werden jetzt runtergehen, allein wenn es vielleicht doch wärmer wird. Man glaubt es heute nicht, wir haben heute Schneefall gehabt, aber es wird jetzt dann doch irgendwann der Frühling und der Sommer kommen. Das heißt, allein schon deswegen werden auch die Zahlen wieder runtergehen. Damit wird ein Stückchen weit Normalität im Sommer möglich sein. Allerdings für Herbst weiß ich nicht, wie es weitergehen wird. Wir haben gerade den Herrn Thalhammer hier gehabt, den Infektiologen, der sagt, das Wichtigste ist, dass die Menschen auch im Sommer Maske tragen, wenn sie sich treffen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie eine Maskenprovokateurin sind, wenn ich das einmal so sage. Natürlich sind Sie ja Provokateur. Ich frage Sie einfach nicht, weil ich den Sinn habe. Naja, darauf will ich mit ja Provokation hinaus. Also, naja, das hat schon mit einer gewissen Provokation da zu tun, wenn Sie alle Fraktionen im Parlament auffordern, eine Maske zu tragen und Sie tragen sie partout nicht. Warum tun Sie das? Warum setzen Sie nicht während der Nationalratssitzung eine Maske auf, wenn Sie alle bitten, auch die Angestellten des Parlaments bitten, das zu tun, damit Sie die nicht anstecken?
Punkt 1, nicht alle Angestellten des Parlaments bitten. Es gibt sehr viele, die das auch gesagt haben, dass sie das selbst stört, dass sie die Maske tragen müssen. Sie müssen es nämlich tragen als Mitarbeiter. Das sind Ihre Angestellten, nehme ich an. Ja, also, nein. Ja? Herr Fellner, also, okay. Das wäre einfach, wenn ich sage, bei uns im Club ist das so. Naja, unsere Clubmitarbeiter wollen sie natürlich auch nicht tragen, müssen sie ja auch tragen. Aber nein, tatsächlich Parlamentsmitarbeiter. Warum tragen Sie keine Maske? Ich habe bis heute keine Evidenz bekommen, dass die FFP2-Maske Sinn machen würde in geschlossenen Räumen im Alltagsgebrauch. Es hat der scheidende Gesundheitsminister uns keine Evidenz vorlegen können. Es hat der Präsident natürlich auch keine vorlegen können. Und ich möchte nur darauf hinweisen, sowohl die WHO wie auch die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, haben darauf hingewiesen, dass FFP2-Masken im allgemeinen Alltag eher kontraproduktiv sind, weil sie den Leuten eine Sicherheit vermitteln und Leute unvorsichtig werden, vor allem was Abstandsregeln anbelangt. Nur so viel dazu. Dazu das kommt. Jetzt lass es mir ausrechnen. FFP2-Maskenpflicht gibt es in Österreich und sie gibt es in Deutschland, in ein paar Bundesländern. Wir haben in Österreich Politiker, die hier involviert sind in Skandale mit der Beschaffung dieser FFP2-Masken und auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und interessanterweise, in beiden Ländern sind es schwarze Politiker. Bei uns sind es ÖVP-Politiker, die involviert sind, dort ist es CDU, CSU. Der Unterschied ist nur, in Deutschland gibt es bereits Rücktritte, deswegen. Sonst überall in ganz Europa gibt es, wenn überhaupt, einen Mund-Nasen-Schutz und nicht eine FFP2-Maske. Und da muss man halt schon einmal die Sinnhaftigkeit. Was weiß denn der Herr Bundeskanzler Kurz und was wissen seine Freunde in der Hygiene Austria, was die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, nicht weiß? Wenn es diese evidenzbasierten Studien gäbe, dann hätten wir sie vermutlich schon bekommen, weil wir haben ja schon mehrmals danach gefragt. Die gibt es aber offenbar nicht, weil wir haben keine bekommen. Und solange hier nicht wirklich evidenzbasiert gearbeitet wird, muss man das auch in Frage stellen. Und es muss auch in Frage gestellt werden. Und das hat nichts mit Provokation zu tun, sondern eher mit einem Mutmachen den Bürgern gegenüber, die es schon nicht mehr ertragen, diese Politik. Weil die Maske ja für viele schon ein Symbol auch ist, ein Symbol der Angstmache, ein Symbol der Panikmache, dass man im Gesicht trägt, dass wir alle nur noch gesichtslose Wesen sind. Herr Weller, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen einander, um überhaupt uns entwickeln zu können. Jedes Kleinkind braucht das schon und auch wir Erwachsenen brauchen das. Wir können uns nicht monatelang isolieren lassen. Das geht einfach nicht. Das heißt, Sie werden auch in Zukunft keine Maske tragen, im Parlament, aber auch sonst nicht. Es gibt. Ja. Sie sagen sich als, sonst nicht. Als Zeichen des Protests. Naja, auch zum Mut machen. Schauen Sie, im Parlament gibt es auch keine Vorschrift. Es gibt jetzt eine hartschatte juristische Konstruktion des Präsidenten, wo unsere Juristen jetzt überhaupt überprüfen, ob das überhaupt legitim ist, was er hier gemacht hat. Er hat sich ja da auf seinen Ausnahmeparagrafen berufen. Gut. Mag sein, ob das hält, werden wir überhaupt noch sehen. Also das ist ja auch etwas. Aber Sie werden weiterhin keine Maske tragen. Derzeit werde ich keine Maske tragen. Solange es keine Vorschrift in dem Sinn gibt, werde ich jedenfalls keine Maske tragen. Erst wenn Sie verhaftet werden, werden Sie die Maske tragen. Ja, dann auch nicht. Und die letzte Schlussfrage, die ich immer an Sie stelle, wenn Sie hier sind, ich freue mich immer, wenn Sie hier sind, danke vielmals, ist, werden Sie sich impfen lassen? Da haben Sie mir schon mehrfach angedeutet, dass Sie eher nicht das machen werden. Jetzt ist es ein dezidiertes Nein. Aber Herr Fellner, es kann jetzt nur noch mehr Nein werden, als es ist. Schauen Sie sich doch an, die ganzen Impfschäden. Johnson & Johnson hat jetzt überhaupt die Lieferung nach Europa eingestellt. Die Amerikaner, also die USA, setzen jetzt die Impfung mit Johnson & Johnson auf. Die Nebenwirkungen, die Thromboseerscheinungen, die werden immer mehr. Man liest nahezu schon jeden Tag von wirklich schweren Nebenwirkungen. Lesen Sie Ihre eigene Zeitung. Also es ist wirklich jetzt wird immer mehr. Und zu sagen, und das ist ja das, was mich ein bisschen nervös macht, weil ich es einfach unwissenschaftlich auch finde, zu sagen, der Nutzen ist höher der Impfung als das Risiko, wenn ich den Nutzen gar nicht benennen kann. Wir wissen gar nicht, wovor schützt uns denn die Impfung? Schützt sie mich tatsächlich vor einem schweren Verlauf? Möglicherweise heißt es dann, möglicherweise vor einem schweren Verlauf. Aber schützt sie mich davor, dass ich
dass ich mich überhaupt infizieren kann? Nein. Schützt sie mich davor, dass ich andere anstecken kann? Eher nein. Da deuten die Daten darauf hin. Nein. Na, wo ist denn jetzt der Nutzen mit diesen Risiken? Liebe Frau, das kann nur ein Nein sein. Liebe Frau Perlakovic, liebes charmantestes Maschinengewehr, das wir haben in der österreichischen Politik, Sie lassen sich also nicht impfen, Sie tragen keine Maske und testen lassen Sie sich auch nicht. Sagen Sie mal, wie sollen wir auf diese Art und Weise diese Pandemie besiegen? Na, was hat das Testen bis jetzt gebracht? Sagen Sie mir das. Was haben die Masken bis jetzt gebracht? Die Zahlen sind gestiegen. Wir testen wie die Wahnsinnigen. Überall muss man sich schon testen, wenn man irgendwo hingeht. Alle Leute müssen immer dauernd Masken tragen und trotzdem steigen die Zahlen. Also wo jetzt? Was jetzt? Und wenn wir vom Impfen reden und die Zahlen, die steigenden, anschauen, naja, jetzt haben wir gerade wieder ein Altenheim in Wien gehabt, wo 116 Personen, die tatsächlich schon beide Impfungen vor einiger Zeit hatten, wieder erkrankt sind an Corona, manche davon schwer. Da stelle ich mir jetzt die Frage, also was hilft jetzt tatsächlich? Ich glaube, der Hausverstand hilft. Ich glaube es tatsächlich. Lassen wir endlich alle unseren Hausverstand einmal wieder wirken. Lassen wir die Leute hinausgehen, weil die Ansteckungen im Freien sind de facto bei null. Da kann man sich so gut wie nicht anstecken. Und jetzt in der schönen Jahreszeit wollen die Leute ja eh alle hinaus. Da sperren wir sie doch bitte nicht daheim ein. Machen wir die Schanigärten auf, sobald es jetzt wieder geht, jetzt wenn dieser kurze Winterbesuch vorbei ist. Bitte lassen wir die Leute raus und lassen wir die Kinder vor allem auch raus. Lassen wir die Kinder Sport machen, Sportarten, die im Freien stattfinden. Das haben wir den Kindern und Menschen alles genommen. Aber das Wesentlichste ist schon Bewegung, Sport. Das stärkt nämlich auch unser Immunsystem. All das sind Faktoren, die machen wir uns jetzt zusätzlich kaputt. Und dann setzen wir uns alle einen Maulkorb auf, von dem EMA und WHO sagen, er ist nicht tauglich dafür, für das wir es als Österreicher verwenden müssen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, die Selbstverantwortung, so wie es die Schweden vorgezeigt haben, die Selbstverantwortung mit Abstandsregeln, die sind gut. Dort waren die Schulen nicht zu, die Unter- und Mittelstufe war immer offen. Dort war die Gastro sogar offen. Allerdings alles mit Abstandsregeln schon. Es war nicht regellos in Schweden. Da gab es schon auch Einschränkungen. Also Österreich soll Schweden werden. Gut. Der soll den schwedischen Weg gehen. Dagmar Perlakovic, spannend wie immer, wortgewaltig wie immer.